So, und da sind wir wieder bei Let's Play Kingdom Hearts Recoded. Ja, als wir im letzten Part den Systemkern gefunden haben und uns mit Tidus gebettelt haben, hat er uns ja darauf hingewiesen, dass hier der Mann mit der Kutte sein wird. Und ich werde jetzt mit einer epischen Rolle in den Kampf springen und den fertig machen. Niemand hier. Wie? Das ist doch der epische Kampf. Ob er durch diese Tür ist? Was ist das? Oh, verdammt. Diese Welt wurde verletzt. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Was soll das denn heißen? Diese Stimme. Wer bist du? Miki? War nicht Miki? Ja, das habe ich gerade falsch betont. Was? Was ist das für ein Gleisen? Da, das blendet! Das war hell! Was war das? Ah! Das darf doch nicht wahr sein! Seht, im Tagebuch! Da steht ein neuer Eintrag! Eine weitere Nachricht? Lass mal sehen! Diese Welt ist verletzt. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Die Welt ist verletzt. Nicht bloß die Welt. Diese Welt. Ach, okay, ich verstehe das. Ach so, der meint diese Welt, so ihre eigene. Welche damit wohl gemeint ist? Achso, dann meint er doch... Ach, da gibt's eh viel zu viele Welten. Mal die reale, jetzt noch die virtuelle, die ist auch noch in mehrere Welten geteilt. So, und die reale eigentlich auch. Ach, das wird zu kompliziert. Schaut bis aber auf den Bildschirm. Nanu, das? Wessen Stimme das wohl war? Diese Welt ist jetzt verbunden. Da ist er. Ne? Ah, du bist's. Verbunden mit... Wie bitte? Diese Welt ist verletzt. Wenn Schmerzen schwinden, ein Weg wird sich finden. Oh, schon das dritte Mal, dass wir das jetzt hören. Was soll das heißen, verletzt? Hast du was mit diesen komischen Blöcken zu tun? Der Schlüssel zur Rettung ist das Schlüsselloch. Merkwürdig, warum gibt er uns Tipps? Ich dachte die ganze Zeit über, der hätte was gegen uns, weil der immer so merkwürdig ist. Ist das wieder so ein Rätsel? Hey, warte! Also der ist schon sehr merkwürdig. Nanu, er hat etwas zurückgelassen. Sora, kannst du mich hören? Miki, hier ist etwas Komisches. Der Typ in der schwarzen Kutte hat ein... Er hat was zurückgelassen. Das wie ein Schlüsselloch aussieht. Irgendeine Ahnung? Er sagte, dass der Schlüssel zur Rettung wäre das Schlüsselloch. Hm. Sora, benutze dein Schlüsselschwert. Sorry. Ach, meine Stimme war gerade ein bisschen schwach. Vielleicht bewirkt es ja etwas. Okay, ich probiere es. Vielleicht hätte ich doch was von der Aufnahme trinken sollen. Was sind wir jetzt? Oh, das sieht cool aus. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Sieht nicht aus wie die Insel. Alles okay, Sora? Ich denke schon. Hast du eine Ahnung, wo ich bin? Leider nein. Doch die Anomalien scheinen hier ihren Ursprung zu haben. Wird die Insel wieder normal, wenn ich ihn finde? Das kann ich dir noch nicht sagen. Sieh dich erstmal um. Schon dabei. Sei vorsichtig, Sora. Eine starke Kraft geht von hier, von dort aus. Okay.
Okay. Nein. Auch ein Gegner, den man aus anderen Kingdom Hearts Teilen kennt. Der Schattenborn. Punkte im Boss abschnitten. Genau, das ist unser erster Boss. Besiegte Gegner und zerstörte Blöcke hinterlassen Kugeln, die dir Punkte einbringen. Dein Abschneiden bestimmt, ob und welche Bonus-Items du erhältst. Wenn du einen Boss besonders schnell oder mit besonders viel Rest-LP besiegst, erhältst du Bonuspunkte. Das hat sich auch cool gemacht, das macht auch nochmal so eine Challenge aus dem Spiel. So. So, genau. Schnell den. Ja, ich muss ja beides angreifen. So. Genau, ich kann auch noch anvisieren, habe ich auch völlig vergessen. Ach, jetzt leckt die Musik schon wieder. Nein, bleib stehen. Okay, jetzt schießt ja ein Strahl aus seinem Bauch. Ah. Und die nehme ich ja mal mit. Ich glaube, diese Punkte, die gemeint sind, das sind diese grünen Dinger, die man hier ständig findet. Ich glaube, bei dem sollte ich mich doch lieber nicht so auf die Gegner konzentrieren. Obwohl, da sind die doch schon nerven. Ach, jetzt leckt das mit dem Sound so. Naja, aber wenigstens leckt das Spiel selber nicht. So, jetzt. Ach, das schwer sich auch beides gleichzeitig konzentrieren zu müssen. Naja, aber Hauptsache viele Punkte. Aber finde ich schon cool, dass das Punktesystem mal wieder eingebracht wurde. In den meisten Spielen wurde das ja entfernt, weil das ja zu retro war und alles. Und hier spielt das ja sogar noch eine Rolle, den Punkten. Okay, gleich haben wir den. So, jetzt noch den Schatten durchtöten. So, ich glaube, das müsste ihm jetzt den Rest geben. So. Oh, da sogar was. Ein Heiltrank. Ach, mir fällt doch gerade ein, ich habe doch noch Spezialattacken. Ich vergesse das was immer wieder, Mensch. Ich kann hier direkt mal Feuer ausprobieren bei dem. Oh. Oh, scheiße. Down! So. Oh, doch nicht. Oder? Nein. Jetzt hat er sich auch noch in eine Art Bug verwandelt. Oh. Ach, das ist eine zweite Phase. Ich verstehe. Ja, stimmt. Das habe ich jetzt auch schon fast vergessen. Komm, jetzt noch alle Spezialattacken drauf. Geh down! Was ich auch mal selten im Spiel, dass ein erster Boss schon direkt aus mehreren Phasen besteht. Also wir bei Kingdom Hearts gehen ja schon direkt zur Sache. Ah! Ach genau, der hat ja, ich glaube diese orangenen Blöcke, die ich glaube die machen direkt Schaden. Ups, was ist denn jetzt? Oh. Das will ich aber haben. Nein! Nein! Die Kiste sah es auch nicht mehr. Ich wollte mich aber schnell fertig machen. Oh, das leckt jetzt auch noch so ein bisschen. Ob das normal ist. Also na gut, das ist ja noch erträglich. Das ist ja noch sehr erträglich. Das leckt jetzt ja nur zwischendurch mal. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen nervig. Ich werde mal offscreen gucken, wo das liegen könnte. Ja, doch, vor allem bei der Attacke leckt das schon besonders stark. Nee.
Moment mal, ich mach mal einen ganz kurzen Schnitt und ich kümmere mich mal drum. So, es dürfte jetzt behoben sein, hoffe ich. Weil ich werde das nachher wieder umstellen müssen nach dem Boss. Das, was ich eingestellt habe. Da war schon besser. Nee, doch nicht. Ich hab mich geirrt und ich drücke gerade die falsche Taste. Ich verwechsel mal A mit B bei solchen Spielen. Ah, nein! Komm jetzt aber. Nein! Okay, jetzt soll ich mich mal wieder auf seine Arme konzentrieren. So, naja, aber ich bin ja froh, dass Kingdom Hearts überhaupt so gut auf dem Emulator läuft. Ich hatte schon deshalb Sorgen gehabt, dass ich das gar nicht zocken kann und so. So, komm jetzt. Immer noch nicht. Ach. Wie schnell muss ich den denn treffen? Ich würde vorschlagen, ich greife sofort mit Feuer an. Bin auf den los und. Nein! Ach, das ist so ein fieser Gegner. Ja, und man sieht schon, das ist unser erster Boss, ne? Ich will nicht wissen, wie die anderen sind. Na gut, ich weiß es schon, aber. Ja, war auch nicht angenehmer. Ah, nein. Gut, er macht den Angriff nochmal. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich sollte mich schon direkt dahin stellen, wo der Angriff macht und dann sofort über die Dinger. Genau, so und jetzt sofort angreifen. Ja! Und jetzt mit alles drauf, was wir haben. Ja! Ich glaube, jetzt implodiert der. Es war immer noch nicht alles, nein! Der hat noch eine dritte Phase. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich die verstörteste. Oh, ich muss sofort wieder abhauen. Nein. Voll die Glück. Oh. Oh. Und jetzt wieder drauf. Nein. Weil der hat keine Punkte gegeben. Ach genau, ich kann die Dinger ja noch zerstören. Ah. So. Jetzt geht down. Oh. Chef. Nein. Oh, jetzt bin ich der down ist. Ich habe nicht erst seit langem Ausweichrollen gemacht. Ach. Komm, wir haben noch Zeit, den fertig zu machen. Weg zum Glück starten wir schon direkt beim Kampf in der dritten Phase. Das hätte ich mich wohl mehr aufgeregt. Weil ich hätte nicht gedacht, dass ich schon so früh sterbe. Na gut, Kingdom Hearts ist. Ja, ist schon schwierig, das Spiel. Muss man schon sagen. Und sofort abhauen. Nein, ich wollte Ausweichrollen machen. Oh. Ach ja, ich weiß, was er sich nochmal dreht danach. So. Weiter so ein Ding down. Jetzt schnell wieder abhauen. Oh. Oh, was eine Spannung gerade. Nein! Ach komm, gleich haben wir den. Das Schlimmste ist, wenn der jetzt noch eine vierte Phase hätte. Das wäre es jetzt noch. Gibt es eigentlich irgendein Spiel, wo ein Kampf aus
mehr als drei Phasen besteht. Obwohl, ach doch, da kenne ich sogar einen Kingdom Hearts Teil. Das ist ein Bosskampf, der dauert eine halbe Stunde, aber den spoiler ich jetzt mal lieber nicht. Zum anderen Teil nämlich. Komm! Down! Endgültig. Und ich mache gerade über.